Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz in unsere Aufträge rein. Da haben wir diplomatische Immunität. Trifft Delfine in Flusswald. Nein, machen wir nicht. Ich will, übergibt wächst das Juwel, den juwelbesetzten Becher. Ah, nee, falsch. Das war falsch. Hier. Bringe das Horn zu Arn. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bringen wir jetzt das. Welche Stadt denn? Hier gibt's keine Stadt. Hier gibt's absolut gar nichts. Wobei diese vermeintliche Stadt. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz noch an. Aber ich will jetzt erst noch das Horn wegbringen. Aber wie gesagt, diese angebliche Stadt, die gucken wir uns jetzt mal an. Weil ich sage, hier gibt es keine Stadt. Nächste Stadt, die hier in der Nähe ist, Windhelm. War doch Windhelm, oder? Irgendwas in die Richtung ist halt hier direkt um die Ecke. Genau. Hier ist ein Wirtshaus. Hier geht eine Straße hoch. Hier ist nichts. Dann. Wow. Ein toter Drache. Dann geht's hier hoch. Hier ist ein kleines Lager, ne? Da hockt einer. Wie gesagt, hier ist ein kleines Lager und hier hoch geht's zur Mine, glaube ich, oder? Die Mine, die war doch hier links. Ja, genau, da geht's zur Mine. Hinter dieser Taverne ist auch nichts. Taverne, Gasthaus. Und hier unten ist ein Hühnerstall. Also ich muss schon sagen, echt eine extrem gewaltige Stadt. Mit einem Wirtshaus und einem kleinen Lager. Was? Ja. Mit einem süßen Huhn. Hallo Huhn. So, reiten wir mal Richtung Windhelm. Frage ist nur, welche Richtung muss ich denn da? Glaub schon, oder? Windhelm ist da hinten. Ja, genau, da ist Windhelm. Den Stellen stellen wir unser Pferd ab. Und dann schaue ich mal auf die Karte. Weil ich muss ja hier. Nach Hochhotka. Den Grau Garten. Ja, Graubärte, oder? Ohne Scheiß, es gibt Graubärte, es gibt Graumäntel, es gibt Graumähnen, Alter. Da kommt man durcheinander. Yep, ich bin da.
Find's schön, dass ich ja Sachen zur Wegzerrung haben, wirklich. Eh, wahrscheinlich sind die nicht zur Wegzerrung, aber ich nehme es jetzt einfach mit. Dann zehre ich davon. So, wo hocken die? Hey du. Hey du. Ja du. Ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Ja, lauf. Ach, scheiß drauf. Ich rede einfach mit dem Kerl da vorne. Weiß. Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Echt? Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Redet der Drachensprache? Dovahkiin, ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Ja klar. Hrothgar steht euch nun offen. Danke. So, ich hab, ja, ich hab's gelernt. Das finde ich jetzt schon sehr nice, dass ich das jetzt schon gelernt habe. Definitiv, na, brauche ich nicht. Nee. Ich schaue jetzt natürlich noch ein bisschen die Schränke durch, ne? Alles Zeug gibt, das man immer brauchen kann.
Aber ich glaube irgendwie, dass ich hier definitiv noch eine neue Ding bekomme, oder? Eine neue Aufgabe, oder? Irgendwo. Also rein theoretisch müssen sie mir ja da neue Aufgaben geben. Der flüchtet Dovahkiin und die Bude bebt. Also irgendwie dachte ich ja, ich soll jetzt für euch irgendwo hingehen. Und dort gegebenenfalls mit eurem Meister sprechen oder so. Auf jeden Fall hat man mir das gesagt. Jemand, der Skyrim schon viel öfters gespielt hat als ich. Boah, was heißt viel öfters? Meine Freundin, die hat Skyrim, also die kennt Skyrim fast auswendig. Die hat Skyrim schon so oft durch, die, ja, wie gesagt, sie kennt es fast auswendig. Also sie haben meine Ausbildung abgeschlossen. Geh mal kurz hinten raus. Auf den Innenhof. Gucken wir uns mal den Innenhof an. Was wieder Tür, oder? Ah, guck an, wo ich rauskomme. Eine versteckte Tür. Gibt es da auch eine versteckte Tür? Ja, scheint so. Scheint so, als gäbe es auch da hinten. Wenn kein Schneesturm wäre, könnte man hier sicherlich, hat man hier sicherlich eine schöne Aussicht. Vorausgesetzt, wenn hier kein Schneesturm. Okay, gut, gehen wir nach Flussball. Ja, ich denke, das ist am gescheitesten, wenn ich nach Flussball gehe. Nee, Fluss. Doch, ja, Flusswald, so. Oh.
Wobei ich glaube, es ist vielleicht doch besser, wenn ich doch nicht nach Flusswald gehe. Ich glaube, es ist besser, wenn ich erstmal anständiges Zaubern lerne. Hier, Winterfeste. Winterfeste, ja. Super, meine Freundin pennt auf der Couch hinter mir und macht komische Geräusche. Ne? Das ist natürlich ziemlich, das ist natürlich ziemlich, Habt ihr schon gehört? Es gab noch einen Drachenangriff. Dieses Mal auf Kühneshain. Ich weiß, ich war dabei. Ich weiß natürlich nicht, ob das so gut ist. Ja, wobei ich könnte jetzt mal doch kurz gucken. Ich muss sagen, ich hasse Magie, die aufladen. Oh. Das, was ich Ding habe, ist, ja. Echte Maustaste? Linke Malte. Das war die falsche. So, das. Allerdings, wie gesagt, ich hoffe, dass ich da andere, zum Beispiel Feuerzauber, die man nicht aufladen. Die riesigen Nord können uns vielleicht nicht leiden, aber es scheint ihnen nichts auszumachen, dass wir ihnen zu verzauberten Waffen und Rüstungen verhelfen. Ja, normal. Aber wo versteckt sich der Kerl? Wie ich sehe, verbringt ihr neuerdings ziemlich viel Zeit
Sergius. Was? Was für eine Dreistigkeit. Wie könnt ihr es wagen, etwas derartiges anzudeuten? Nur die Ruhe. Warum denn gleich so aufgebracht? Ich wollte doch nur fragen, ob ihr beide zusammen forscht. Oh, nun, es tut mir leid. Ja, wir haben in letzter Zeit... Gemächer des Erzmagiers. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Ihr seid noch ziemlich neu hier, oder? Ich habe euch schon gesehen, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Nein. Wie eigenartig. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Ja, klar. Ja. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Schüler nicht. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolftier noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolftier kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arcanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Nein, nicht besonders oft. Einige Risiken muss man halt eingehen. Ja, klar. Ich versuche einfach, vorzeitige Tode zu vermeiden. Ja, klar. Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand nicht noch schlechter von uns denkt. Ja, klar. Ich habe Dokumente aus der späten zweiten Ära gesehen. Darüber hinaus gibt es nur wenige Informationen. Ich fürchte, dass durch Ereignisse der letzten paar hundert Jahre ein Großteil unserer Geschichte verloren gegangen ist. Ach, war die Akademie mal größer? Das, was als großer Zusammenbruch bekannt geworden ist. Ach so. Eine bedauerliche Naturkatastrophe, die die Gegend verwüstet hat. Die Akademie hat es wesentlich besser als Winterfeste überstanden, jedoch auch nicht ohne Spuren. Ja, die mögen euch nicht. Die Ursache war niemandem klar. Einige glaubten, dass der Ausbruch des Roten Bergs weitreichende Folgen hatte, die man erst nach Jahren spüren konnte. Ja, das könnte sein. Ich weiß, dass einige der Akademie die Schuld gaben. Ich kann euch versichern, dass wir dafür nicht verantwortlich waren. Ja, wir könnten zwar Elementzauber, aber ja, so Elemente, Natur, ich weiß ja nicht, ob sich das so gut versteht, aber... Ich denke mal, mit Elementzauber können wir auch definitiv die Elemente der Natur beherrschen. Das Geistermeer wurde quasi lebendig. Niemand hatte das erwartet. Riesige Wellen schlugen wochenlang an die Küste. Winterfeste war uralt, konnte jedoch der Wut des Meeres nicht trotzen. Ganze Stadtbezirke gingen über Nacht verloren. Die Wellen ließen mit der Zeit nach, aber die Schäden waren zu umfangreich. Die meisten Einwohner von Winterfeste verließen das, was noch von der Stadt übrig geblieben war. Die Akademie hat es überstanden. Also sind wir nun hier. Okay, dann gehe ich davon aus, dass es sich wirklich darum handelt, dass der Rote Berg ausgebrochen ist. Wenn er von Rotem Berg spricht, nehme ich an, Vulkan. Weil ein Vulkanausbruch kann Flutwellen. Persönlich nicht.
Einer aus ihrer Gruppe beriet den Erzmagier, als ich noch in der Ausbildung war. Aber das war vor vielen Jahren, bevor alle Mitglieder des Ordens zurück zur Insel Artaeum berufen wurden und er komplett verschwand. Das sollte doch eigentlich auf der Hand liegen. Magie ist eine ernstzunehmende Macht und nichts, das von gewöhnlichen Menschen gemieden und von Politikern als Belustigung angesehen werden sollte. Sie formt Welten, erzeugt und vernichtet Leben. Sie verdient Respekt und angemessene Studien. Die Akademie ist ein Ort, an dem wir uns darauf konzentrieren können, ohne dass der Druck der Außenwelt auf uns lastet. Okay. Also gut. Dagendold. Ach, wann... Ja, Himmel. Oder egal. Ja, gehen wir mal runter. Hier länger. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja. Ihr seid nun im Arcaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Oh. Stört mein Arcaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Ah. Nun, braucht ihr Hilfe? Ja. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Habt ihr ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Oh. Ah, vielleicht ein andermal. Oh. Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aaron vertraut darauf, dass derartige Dinge sich... Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Ja, danke. Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden. Ah. Als sie gingen, folgte er ihnen. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie, vermutlich um sich einzuschmeicheln. Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie. Ah. Sie interessierten sich für Forschung, die die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist. Also wurden sie... Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Hm. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Ja, klar, natürlich. Und was habt ihr zu verkaufen? Bitte achtet darauf, dass eure Hände sauber sind, bevor ihr etwas anfasst, ja? Meine Hände sind immer. Oh, guck mal. Schaubücher.
Er hat nicht mal Zauberbücher. Kämpft wacker. Nutzt. Lasst es mich wissen, falls ihr Hilfe bei Beschwörungstechniken benötigt. Und führt eure Beschwörungen bitte nur. Das Beschwören von Untoten ist außerhalb der Akademie noch weniger ratsam. Also gut. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich Ding kaufen. Irgendwo. Zauberbücher. Ihr da, ich habe ein paar Fragen an euch. Bist ihr du? Wart auch in Saartal, nicht wahr? Ja. Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Teufdir befindet sich immer noch in Saartal, nicht wahr? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Es ist meine Aufgabe. Es kommt meiner Funktion als Berater des Erzmagiers zugute, alles zu wissen, was hier vor sich geht. Ach so. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Das kann ich euch versichern. Er hat mir viel zu viele Fragen über meine Forschungsarbeiten gestellt. Ich glaube, die Talmor versuchen, meine Arbeiten zu stehlen. Ich habe ihm natürlich nichts gesagt. Was ich tue, ist viel zu wichtig. Darüber darf ich kein Wort verlieren. Okay. Also gut. Allerdings, bei dem, ich muss mal... Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr... Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Ja, nehmen wir an. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Ja, bin ich. Bis zum nächsten Mal. Es wäre halt echt nice, wenn ich mal neue Zauber lernen würde, aber... was soll's. Falsch rum. Komisch richtig. LOL, jetzt bin ich hier oben gelandet. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Das kann ich euch versichern. Aha, okay. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Seid ihr wirklich sicher, dass wir uns unterhalten müssen? Nachdem die Beziehungen zwischen Bund und Kaiserreich nun stabil sind, möchten wir nur noch Himmelsrand helfen. Ah, okay. Wir möchten seine Einwohner durch diese Zeit der Veränderung leiten und sie in eine bessere Zukunft führen. Okay. Ich traue dem Kerl irgendwie nicht. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Die hiesigen Nord können uns vielleicht nicht leiden, aber es scheint ihnen nichts auszumachen, dass wir ihnen zu verzauberten Waffen und Rüstungen verhelfen. Hm. Ja, normal, ne?
Na toll. Really? Alle der Lehrlinge. Ich bin ein Lehrling. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, könntet ihr mir mal helfen? Was denn? Bevor ihr fragt, ja, bei meinen Vorfahren hat Magie immer eine große Rolle gespielt. Und nein, ich möchte nicht darüber reden. Ja, ich weiß, dass es in Winterfeste einst von meiner Art wimmelte. Und nein, es macht mir nichts aus, dass sie nun alle fort sind. Ist damit nun alles geklärt? Nein, das stimmt wohl. Brelina Marion aus dem Haus Telvanni. Ich bin seit langer Zeit die Erste in meiner Familie, die Morrowind verlassen hat. Jetzt bin ich hier, um Beschwörungen zu studieren. Beschwörungen? Wir versuchen doch alle, bessere Magier zu werden, stimmt's? Ja. Nun, ich brauche jemanden, mit dem ich einige Zauber üben kann. Ah, okay. Eigentlich nichts Gefährliches. Wärt ihr bereit, mir zu helfen? Nun, ich dachte einfach, ihr würdet vielleicht gern einer Magierkollegin helfen. Wenn das nicht reicht, dann könnte ich euch wohl noch mein Amulett geben. Oh gut, ich hatte schon Angst, ich müsste Gesargo fragen. Bleibt einfach dort stehen. Bitte haltet... Was? So, und jetzt? Du liebe Zeit, das hätte nicht passieren sollen. Geht es euch gut? Ihr seht ziemlich grün aus. Ja. Es tut mir schrecklich leid. Ich bin alles wieder und wieder durchgegangen und war mir sicher, dass es laufen würde. Dein Scheiß ernst? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe mich nur irgendwo ein wenig verrechnet. Ich bin sicher, es wird bald abklingen. Dann ist alles in bester Ordnung und wir können es noch einmal versuchen. Inzwischen versuche ich herauszubekommen, was schiefgelaufen ist. Sag's. Ich weiß, dass mir nicht gefällt, wie er mich ansieht. Ich kann nicht sagen, ob er darauf wartet, dass ich mich selbst in die Luft jage oder dass ich ihn umzubringen versuche. Aber es ist klar, dass er keinen von uns traut. Ich traue ihm auch nicht. Habt ihr das nicht gewusst? Vor der Oblivion-Krise haben viele Elfen in Winterfeste gelebt. Echt? Und noch mehr haben jedes Jahr die Akademie von Morrowind besucht. Danach hat das Misstrauen gegenüber der Magie vielen das Leben schwer gemacht. Ja, manche gingen fort, alles. Weil sie den wachsenden Hass der Nord nicht mehr ertragen wollten. Ja, Andere sind nach dem Roten Jahr, als Fadenfell ausbrach und große Zerstörung verursachte, wieder heimgekommen. Winterfeste selbst ist in den Jahren zwischen damals und jetzt gestorben. Geblieben ist nur noch eine leere Hülle. Eigentlich ist nur die Akademie noch übrig. Ah, ein paar Häusler. Bislang schon. Und sei es nur, weil mir niemand sagt, was ich alles erreichen müsste. Ich will nur lernen und nicht darüber nachdenken, welche Erwartungen andere an mich stellen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Ich muss sowieso warten, bis die Scheiße abgeklungen ist. Ah, hier ist mein Bett. Also ich glaube, der Zauber ist gerade abgeklungen. Genau. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich mache mal Schluss für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Leute.